pass mal auf, das machen wir. Das machen wir. Dann seht ihr gleich mal, wie ich das nämlich mache. Das grüne Bier wäre das nächste. Das wäre hier. Das tue ich jetzt als nächstes hier in den nächstgelegenen Platz. So. Dann kommt das blaue. Und zwar dieses hier. Das ist der nächstgelegene Platz dahin. Also immer der Liste nach quasi räume ich das ein. Dann kommen die Fässer. Diese, jawohl. Obwohl ich am Überlegen bin, ob bei den Fässern werden wir zwei machen. So, wenn nicht sogar vier. Da werden wir vier machen von den Fässern. Ja, nimm's mir ruhig weg. Nimm's mir doch weg. Nee, warte, was kam jetzt als nächstes? Der Wodka. Puh. Mal her hier. Der Wodka, der Wodka. Ah, das ist doch der Wodka, ne? Bin ich jetzt blöd? Keine Antwort auf diese Frage. Die war rhetorisch. Und der Mann hat gestern nur die Hälfte heimgewonnen. Ich muss Kohl ernten. Ja. Ja, das mit der Hälfte kenne ich. Das mit der Hälfte kenne ich. Und wenn man dann die andere Hälfte, wenn man dann die andere Hälfte einholt, ja, was soll ich sagen? So, jetzt haben wir hier noch mal Wodka. Ah, ein weiter. Wodka. So, da haben wir das Bier und nach. Dann kommt Disney. Disney kommt danach. Also hier rein. Nee, warte. Ja, doch. Und Wein haben wir noch gar nicht bestellt. Zum Weinen sind wir noch gar nicht gekommen, ne? Ja. Das Gute ist, dass ich das jetzt alles schon einmal ins Regal gepackt habe. So. Es macht auch, wenn er nicht krank ist. Ja, wie gesagt, ich kenne das von Olli. Der geht auch mehrfach einkaufen. So. Ich glaube, da müssen wir noch mal die Fässer müssen wir vier bestellen. Die grüne Braun. Mediterranes Gemüse, das ist auch alles viel zu wenig, ne? Also vier Fässer müssen wir noch bestellen und dann müssen wir gucken. Dann können wir auch gleich 1, 2, 3, 4. Da können wir auch den Pfeffer gleich bestellen, ne? Der war ja auch Alete gewesen. Und die Weinflaschen brauchen wir auch noch. Sag doch einer mal, ich muss die Weinflaschen noch. So. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Wer nicht wagt, wer nicht wagt. Ach, da hat er das. Oh Gott, was hat er. Was, oh Gott. Da ist jetzt einmal Mehl dran, drin gelandet, was hier gar nicht reingehört. Was ist nach dem braunen Susu? Nach dem braunen Susu ist Grüntee. Dann nehmen wir den Grüntee mit. War doch nach dem grünen Susu. Grüntee. So. Mach's ruhig auf die Straße. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich lasse mich gern vom Auto überfahren. Ist kein Ding. Ja, ihr seht's also. Mit je, also bei mir ist es wirklich so, dass die meisten Dinge nur einen Platz kriegen. Außer jetzt Fässer oder Toilettenpapier, da gibt es mehr. Oder die großen Bleichmittel. Da gibt es dann ein bisschen mehr. Ansonsten weiß ich nämlich, dass das Lager durchaus mit jeder Lizenz beschränkt ist.
Weinen, weinen nicht, wenn die Rechnung kommt. Oh, der Pfeffer, der Tee. So, meine Lieben, jetzt wird's lustig. Wir haben tatsächlich noch 2000 übrig. Was sagt ihr? Ich bin mal wieder weg, keine gute Verbindung. Meld mich, wenn ich zu Hause bin. Liebe Sonja, mach das. Und guten Einkauf. Vielleicht SB-Kasse nochmal und so. Ob wir nochmal hier ein bisschen nachrüsten, wo nur wenig ist, oder ob wir das einfach mal drauf ankommen lassen. Eigentlich könnte man es auch drauf ankommen lassen, ne? Ich bin jetzt echt. Motivation, immer nachzurüsten, ist echt. Komm, wir kassieren. Nein, 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 nein. Dreizehn neunzig, 22,60. Ah, geh doch! 22,60, hier wird eingekauft. Oh Gott. 15,50. Warte, 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 warte. 13,30. Ach Quatsch. Wenn es schnell gehen muss, ne? 26,80. Und das Bier noch, das Bier noch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das Bier noch. Oh, 2,9, bei 30. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Herr im Himmel, hat das jemand geschrieben? Nein. Jetzt ist das hier auch noch Stress. So, habe ich alles. Das ist, das ist, das ist. Das ist. Die Fässer sind und das neue Bier ist auch. Uiuiuiui, ui, 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 Herr von Bödefeld. Mach nicht so mit mir. Ah, oh, wie viele Menschen. So. Bin bereit. Los geht's. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele Kunden dabei rumkommen. 60. Siebenundfünfzig, 60. Dankeschön. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso betrogen wie nebenan. Genau. Oder hat jemand mehr vor? 42, 90. Dankeschön. Jawohl, Dankeschön. Licht ist an. Schluck Kaffee. Schock. Oh, das neue Bier wird schon gekauft, wird schon gleich einverleibt. 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 60, 60 und 90. Dankeschön. Sechs, sieben, acht, neun, 50, 60, 70. Dankeschön. Immer heran, immer herein. Jawohl. Ah, die zweite steht schon da. Wo ist die erste? Da kommt sie angewackelt. Duckelt die Muckels bei Huhn ein Gänse. Jawohl, 10 Cent. Dankeschön. Einmal Reis. Perfekt. 50, 70, 80, 85, 86, 87, 89 und 80. Dankeschön.
Okay, der neue Wein kommt auch an. Das wird. Und wer nichts wird, wird, wird. Dann gehen wir zum Stangelwirt. Er kennt den Stangelwirt noch. Hallo, ich bin hier. Schall, Echo. Bei mir kommen sie viel schneller nach Hause. Oh, der neue Whisky. Oh, jetzt wird's hier gemütlich. 111 Euro. Dankeschön. Dankeschön, Euro. Ah, das neue Bier ist wohl auch sehr beliebt. Hier liegen die Hühnchen schon für Jason sein Grill fest. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die nächste Rechnung, die. Oh, bei mir stehen sie jetzt an. Jetzt stehen sie an. Jetzt sind sie überall. Oh, weia. Jetzt wird es hier knapper voll hier. Zack. 85, 50, jetzt wird's hier. Uiuiuiui. Jawohl, Dankeschön. Dankeschön. Ja, eine Flasche Ketchup und das mit einer Karte zu bezahlen, ist auch immer sehr, sehr witzig. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Kunden ich heute habe. Also ich glaube, die 80 werden wir, die 85 oder 84, die werden wir knacken. Gehe ich mal von aus. Einmal Susu. 21,40. Dankeschön. Also ihr seht es, alle Kassen sind voll, außer meine natürlich. Bockkartoffel nicht finden. Oh, Kartoffelchips, da ist das erste, was nicht gefunden wurde. Oh. Okay, also der nächste Einkauf wird größer. Also heute haben wir schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Produkt, was nicht gefunden wurde. 50, 70, 80. 1, 1, 2, 3, 4. Und 50, ne? Dankeschön. Alter, die stellen sich schon wieder bei mir. Alter, das ist so krass. Also das wären jetzt wirklich. Ich glaube, damit habe ich jetzt echt Rekord, meine eigenen Rekordzahlen. 60 Tacken, bitteschön. Oh. Da steht schon wieder der zweite. Wo ist der erste? Ah, sie kommt schon. Sie kommt schon. Ah, sehr schön. So wollen wir das. 1, 2, 3, 4 und 5 Cent. Dankeschön. Und mit Karte 165, 30. Dankeschön. Oh, der neue Wein. Oh. 10. 30. Oh, Gemüsemischung nicht finden. Also zwei Produkte, die schon nicht gefunden worden sind. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe es ja gesagt. Also vielleicht hätte ich doch nachkaufen sollen. Aber hätte, wenn und aber. Und wir haben bereits schon 9 Uhr. Also es ist jetzt nicht so, als wenn hier noch lange der Laden offen wäre oder so. Dankeschön. Ich glaube, das war's jetzt. Möchte ich in mein Lager gucken? Ich weiß es nicht.
Ja, Gemüsemischung nicht gefunden. Ja, ich glaube, das Regal hier hinten ist ziemlich leergefegt. Ja, hier alles leer. Ah ja, wir werden einkaufen. Oh, hier auch. Fleisch alles weg, Toilettenpapier alles weg. Oh weia, oh weia. Ei der Daus, ei der Daus. Ja, Gemüsemischung nicht gefunden. Ich glaube, die Gemüsemischung braucht eine eigene Kühltruhe. Weil die wird, glaube ich, tatsächlich viel gekauft. Da müssen wir mal gucken, dass wir der eine eigene Gemüge, eine eigene Gefriertruhe machen. Also eine neue Lizenz werde ich jetzt nicht kaufen, obwohl ich das könnte. Schauen wir mal. Zwei Produkte nicht. Nee, vier nicht gefunden. Zwei waren zu teuer. 85 Leute. Insgesamt der Profit minus. Ja. Ja. Joghurt und Apfelsaft. Das ist jetzt nicht schwer zu merken. Joghurt und Apfelsaft. Joghurt und Apfelsaft. Joghurt und Apfelsaft. Was wollte ich nochmal? 3,90. Joghurt und Apfelsaft. Was wollte ich nochmal? 1,85. Komm, dann machen wir 2 Euro draus. Da gehen wir nicht ganz, weil Joghurt läuft echt schlecht. Da gehen wir nicht ganz in die. Das Wenige rein. Hier. Den habe ich gesehen. Das mache ich im Übrigen auch manchmal, dass ich mit einräume. Wenn mir das denn doch zu lange dauert. Basmati-Reis zum Beispiel. Da. Hab ich gesehen. Mache ich auch öfter. Ja. Den müssen wir kaufen. Also ich glaube, die Rechnung, die wir jetzt zu bezahlen haben, die wird horrend hoch. Horrend hoch. Schokolade Bonschen. Bonschen können wir auch mal machen. Komm mal her hier. Bonschen. Alle, siehst du. Glaube. Obwohl die ist voll, naja. Aber müssen wir mal gucken. Alle. Oh, ey, wenn die fertig sind mit Einräumen, ist in meinem Lager gar nichts mehr drin. Alter Daus, Alter Daus. Das wird lustig. Und ich weiß ja nicht, wie ihr es macht, ob ihr mit Einräumer arbeitet oder nicht, aber meistens nutze ich diese Zeiten, während die einräumen. Wenn ich jetzt mal mir einen Kaffee koche oder mal zur Toilette muss oder so. Ja, hier ist komplett leer. Ohohoho. Uiuiuiui, Herr von Bödefeld, die gelbe Brause ist leer. Ah, ja. Ja, es gibt so einige Artikel, die rennen wirklich gut, ne? Die sind. Da ist wirklich. Oh, grünes Toilettenpapier, alter Vater. Bleichmittel auch weg. Naja. Naja. Mal gucken, ob wir das blaue Zeug hier loswerden. Werden wir das los? Ja, werden wir. Guck mal, da können wir das Regalteil da hinten schon wieder frei machen, damit da nicht reingeräumt wird. Oh. Hallo Sabinchen. Liege ernsthaft flach, werde nächste Woche noch nicht arbeiten gehen. Oh je, oh je. Ich hoffe, du bist gut versorgt mit allem. Ich glaube, du und Grit, ihr könnt ein Krankenlager aufbauen. Macht doch einfach so ein kleines Lazarett, oder? Das war doch leer, oder? Halt, ein weiter. Ah ja, ich habe das gesehen, ne? Ich habe das gesehen, das alle. Alete.
Dann leg dich mal hin, Sabinchen, und dann lass dich mal ein bisschen berieseln am Samstag. Mir fehlt noch ein Ei für meine Quest. Nein, Sabinchen ist krank und du bist auch nicht fit. Da könnt ihr Lazarett aufmachen. Susu. Susu. Hauptsache, der macht jetzt das Susu. Oh. Aber ich war schneller. Also ich würde sagen, mein Lager ist komplett leer, wenn ich hier fertig bin. Wenn die fertig sind. Gelbe Chips. Gelbe Chips können wir ja mal nachschmeißen hier. So. Okay, die sind voll. So. Oh Gott, hier ist überall leer. Ohohoho. Ja, die Rechnung. Schnupfen ist da, ist weg, aber der Husten. Der Schnupfen ist weg, aber der Husten. Ja, Husten ist ganz schlimm. Es gibt, also Schnupfen geht alles noch, aber es schränkt nichts so ein wie ein Husten. Den weißen Reis leer voll gemacht? Mal der weiße Reis, auch hier leer. Oh. Ja. Nun ja, was sollen wir sagen? Grünes Öl. Können wir mal gucken, ob wir noch welches haben. Befürchte nicht. Oh doch! Wieso wird das denn nicht eingeräumt? Was macht ihr denn hier? Schlaft ihr? Na, ich Nasen hier, ey. Also noch steht keiner draußen. Die sind also noch arg dolle beschäftigt. Lauf nicht durch mich durch. Bei mir ist es auch der nervige Husten. Also es gibt nichts Einschränkenderes als der Husten. Also wirklich. Huch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, ich stelle mich mal einmal hier in die Ecke. Können wir das alles ein bisschen besser beobachten. Dann werden aber noch mehr krank. Sie stecken dann ja alle an. Nee, 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 die machen ja unter sich ein Lazarett. Und Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen, davon können wir, glaube ich, alle, also einige von uns echt ein Lied singen, ne? Manchmal sind die Kopfschmerzen so stark, dass man sie schon gar nicht mehr spürt, weil es einfach normal geworden ist. Kann das sein, Sabinchen, dass du Corona hast? Dass bei dir eine Corona-Infektion vorliegt? Also, wie du das beschreibst, klingt das echt ganz toll danach. Und das ohne Verurteilung. Nicht, dass du denkst, da wird verurteilt. Corona ist nicht das Schönste, was man haben kann. Die sind immer noch am Einräumen. Oh, oh Gott. Ich habe kein Lager gleich mehr. Ich habe da nur noch Regale stehen. Kopfschmerzen habe ich auch. Ätzend, wenn man ständig husten muss. Ja, das stell dir vor, husten und dann dröhnt bei jedem Husten dröhnt der Kopf weg. Es ist wirklich ätzend. Warte mal, die Nudeln, ne? Können wir die da nicht noch irgendwie? Nee, die sind voll. Okay. Nein, der Test war zweimal negativ, habe ich auch vermutet. Okay. Ja, dann heißt einfach nur noch ausruhen und aushalten, durchhalten. Dann heißt nur noch aushalten und durchhalten. Seid ihr jetzt langsam mal fertig? Ich würde dann mal mit der Bestellaie anfangen. Ah, komm, wir versuchen es schon mal, ne? Ja, die ersten gehen raus. Okay. Also Brot, Kaffee, Eier.
Komm, wir fangen schon mal an. Als erstes bezahlen wir die Rechnung natürlich. Logischerweise. Zack, zack. Wir haben 10.000. Na, jetzt haben wir keine 10.000 mehr, aber wir hatten 10.000. Jetzt habe ich natürlich vergessen, Kaffee, Eier, ne? Kaffee, Eier. Brot, Kaffee, Eier. Reis und Kondensmilch. Reis, Kondensmilch. Können sie nämlich gleich weiterrennen, die Herrschaften. Geht es nämlich gleich weiter hier. Könnt ihr gleich wieder loslaufen. Ja, hab's doch gesagt. Warum hört ihr mir denn nie zu? Siehste, die laufen gleich wieder los. Eier. So. Zack. Rote Cola. Oh, hier können wir alles. Oh. Rote Cola und dann ab Quetschkuchen alles. Rote Cola, Quetschkuchen, normaler Kuchen, Bonschen und Müsli. Jawohl. Einmal ein komplettes Regal einkaufen. Hurra. Und jetzt werden wir, also wenn wir hier einmal durch sind, werden wir trotzdem noch mal gucken, ob wir das eine oder andere noch dazu kaufen, wo zu wenig ist. Weil jetzt ist das Risiko natürlich sehr hoch, dass manche Produkte nicht ausreichen, wenn so viele Kunden sind. Ich kenne Spieler, die knallen sich das Regal, also gerade bei den kleinen Kartons. Knallen die sich da wirklich 6 Stück rein? Ich bin da immer viel zu faul zu, tatsächlich. Ich habe immer so die Maßgabe, dass da nur eins drinne ist. Hat gerade eine russische Besucherin auf der Farm. Sie hat aber schön geholfen. Aber auf mein Ei muss ich noch 2 Minuten warten. Oh, das ist ein Elend. Ein Elend. So, weiter geht's mit Vanish. Dann hier das Seife und Mozzarella und Parmesan. Mozzarella, Parmesan, sehr schön. Es wird lustig, es wird lustig. Seife. Geschirrspül, Tabs. Zack. Parmesan. Huch. Zack. Zack. Strecken und recken, warte, warte, warte. Erst schnell einräumen, dann strecken und recken. Krischi, geht sofort los. Und Mozzarella. So. Einmal, oh Gott, bei mir hat es wirklich im Genick schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich zu strecken, knackt es schon im Genick. Einmal recken und strecken. Ei, ei, ei. Oh, so, jetzt frisch fromm weiter. Eier. Wasser Susu. Eier, Wasser Susu. Ihre Eier. Diese Flasche Wasser und dieses Susu. Dann nächste. Großes Sushi Ketchup. Großes Sushi Ketchup.
Ketchup. Hallo, Frau Floh, vielen Dank für den Kaffee. Vielen Dank für den Tee. Ich habe schon gehört von deiner Misere. Ich habe schon gehört von deiner Misere. Ich hoffe, du behältst das Köpfchen trotzdem oben. Susu. So. Gelbes Bier, grünes Bier, zwei Fässer. Gelbes Bier, grünes Bier, zwei Fässer. Kaffeemarsch geht sofort los. Kaffeemarsch geht sofort los. Und Kartoffelpüree. Kartoschka-Püree. So. Und Reis. So, Kaffeemarsch. Lebenselixier. So, zwei Fässer. Komm hier oben rein, zack. Das kann sein, dass ich auf Sicht die Fässer auch noch mal, wenn das meine Regale irgendwann nicht mehr reichen, dass ich die dann auch ein bisschen einschrumpfen muss. Finde ich aber doof. Doof, Döver am doofsten, ne? Dilli, dilli, gelbes Bier. Grünes Bier. So. Und was haben wir hier noch? Ach, einmal Reis. So. Brot-Weiß-Tabs. Brot-Weiß-Tabs. Grün. Frag lieber nicht. Also, Brot, das ist weiß, das ist Taps und das ist grün. Nur mal so. Und ohne Fett. Und ohne Fett. Also, das heißt, das ist die Wurst hier, der Schinken ohne Fett. So ist das, wenn sich Andrina die Dinge merkt. Ja, fall doch nach da hinten, ist doch nicht schlimm. Ohne Fett. Eis. Grün. Grün. Nein, nicht aufmachen, einstellen. Brot. Tabs. Ah, komm mit. Weiß, dass die meisten sich das genau dieses Lager einräumen und so, dass die sich das mit Mods wegmachen. Ich finde, es gehört dazu, wenn wir nachher die Arbeitskräfte wirklich dann die Arbeitskräfte dann wirklich so einteilen können, werde ich auch jemanden einteilen, der das für mich macht. Aber noch gehört für mich das dazu. Also gelbe, süß und grüne Bohnen. Gelbe, süß, grüne Bohnen. Dann haben wir hier auf der anderen Seite
Vanilleeis und Kartoffeln. Kartoffelpops. Vanilleeis, Kartoffelpops. Zack. Also wir müssen jetzt tatsächlich, das ist tatsächlich eine riesige Einkaufsliste, muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Aber das ist, weil ich vorhin zu faul war, nochmal die ganzen Regale durchzugehen. Das ist wirklich. Also von meinen 10.000 Euro werden, Dollar werden nicht viele übrig bleiben. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon bei 6 sind und noch lange nicht die Regalreihen durch haben. Kartoschka-Pops da. Ah, grüne Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Jede Erbse. Vanilleeis. Hoffe, das war das Richtige. I hope so. Soll das da hinstellen? Das war das Richtige. So. Dann haben wir Veggie. Veggie. Whisky, Wein. Eieiei, jetzt habe ich gleich so gehickst, als würde ich es trinken. Veggie, Whisky, ah nee, Wodka ist das. Und Wein. Dreimal lila. Kriegen wir das hier rein noch? Ja, kriegen wir. Dreimal lila kriegen wir noch rein. Üdelüt. 1, 2, 3 und einmal grün kriegen wir auch noch mit. Ach, wir waren schon hier oben. Komm, wir machen rein. So. Also wir werden danach nochmal durchgehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir werden auf jeden Fall noch einmal durchgehen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Da unten. Ach Gott. Ja, an die letzte Lizenz muss ich mich jetzt erstmal wieder gewöhnen. Eis wäre gut, ja, das wäre wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob müsste man bei meinem Kleinen, oder bei meinem Kleinen ist gut, der ist ja größer als ich, aber. Ich müsste echt mal betteln gehen, ob wir Sandwich-Eis haben. Ob er noch Sandwich-Eis hat. Sagen wir es mal so. Wein. Muss mal fragen. Muss mal fragen. So, dann haben wir jetzt hier noch komplett grün, zwei Kartoffeln, komplett Fleisch. Okay. Ein, zwei, drei, vier, zwei Kartoffeln und komplett grün. Ein, zwei, drei, vier. Zack. Muggel, die Muggel, zwei Huhn, ein Grenze. Ich glaube, die Grünen, die können wir, die werden gleich wieder weggehen. Glaube, das Regal war nämlich ziemlich leer gewesen. Alter, diesmal war die, das war jetzt wirklich eine riesen Einkaufsliste. Das habe ich eher selten. Ich hatte 10.000 Dollar auf dem Konto. Ich hatte 10.000 Dollar auf dem Konto und ich habe noch nicht mal eine neue Lizenz oder sowas genommen. Ei, da aus, ei, da aus. So.
Wo ist das grüne Toilettenpapier? Hallo. Ich schätze, das ist alle. Das ist noch nicht alles aufgefüllt. Füllt er den Rest auch noch auf? Wahrscheinlich, ne? Okay. Jetzt gucken wir mal, wo wir nachrüsten müssen. Weil das ist echt sonst zu risikobehaftet. Aber das sind jetzt alles nur noch Einzeldinger. Nudeln, Käse, Tee. Nudeln? Nein, nicht zweimal. Oh, aus Prinzip drücke ich zweimal drauf. Nudeln, Käse, Tee, habe ich gesagt, ne? Drei Dinge und sie kann sich das nicht merken. Erdnussbutter, Mehl. Erdnussbutter, Mehl. Salz, O-Saft. Ich versuche jetzt mir mal mit dem Kaffee. Bis gleich. Ja, bis gleich. Salz, O-Saft. Schokolade. Schokolade. Shampoo. Thunfisch. Shampoo. Thunfisch ist das letzte. Hey, 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 hey. Thunfisch auf der Dose. Schokolade. Komm schon. Shampoo. O-Saft. Käse. Zack. Tee. Und was ist mit Tee? Salz. Inu-Budde und rotes Mehl. Ich muss mal Licht anmachen, bei mir wird es Düsterkiste. Wieso ist denn das 16:30 und das wird hier Düsterkiste? Glaube ich auch nicht. So. Das sieht gut aus. Hä, wieso ist denn Bi? Was machen die denn hier? Warte mal, das geht hier gar nicht. Bi. Gib mal her den Kram hier. Pack ruhig weg. Zwei Produkte in zwei Kartons. Ich glaube, ich spinne. Also. Süß, Bi, Pommes, Pizza. Süß, Bi, Pommes, Pizza. Käse, Kaffee. Käse, Kaffee. Die Eier nehmen wir noch mit, Macaroni nehmen wir mit. Eier, Macaroni und Jakobsmuscheln. Haben wir noch irgendwas, was wir hier nochmal... Und den Käse nehmen wir zweimal mit. Weil der ist echt leer. Wo ist der Käse? Da. Zack. So.